Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem das Feeling dann immer besser wurde, wollten wir uns natürlich noch die Downhill-Leiten anschauen. Und wer schon ein bisschen länger das Ganze hier verfolgt, weiß, beim letzten Besuch hier in Willingen habe ich mich nicht getraut, dieses kleine Steingap zu springen. Und das stand definitiv für mich heute auf dem Plan. Zum Glück sind noch so ein paar Leute einfach vorangefahren, sodass ich einfach mal gucken konnte, wie das Ganze so aussieht, wenn man da drüber fliegt. Weil eigentlich war ich mir sicher, das Ding kann nicht so schwer sein und da drüber kommen müsste doch irgendwie möglich sein. Also habe ich es dann einfach mal in Angriff genommen. Das war gar nicht so schlimm. Das ist geil. So, den Gap, den ich letztes Mal mich nicht getraut habe, haben wir heute auf die Kette bekommen. Ich glaube, der Marc überlegt das gerade. Ja, ich glaube, der Marc überlegt. Ja, ich guck mal. Alles macht. War tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber die Jungs haben gesagt, ich hätte ein bisschen schneller sein können. Ja, mal gucken, wie es weiterläuft unten. Fahren jetzt gleich weiter runter. Ganz nach Thomas sein Motto. Einmal ist Keimer, einmal ist Glück. Wie war's nochmal? Das hat sich echt, das hat sich nicht schlimm angefühlt. Ich weiß, das Ganze läuft immer noch nicht perfekt und es war auch erst die dritte Abfahrt generell auf dieser Line und irgendwie ist es ja doch, wer die Line kennt, schon sehr schwer, diese Line irgendwie ordentlich zu lernen und komplett zu fahren. Aber ich war definitiv für den ersten Abschnitt schon mal ziemlich zufrieden mit mir und ich wusste, wenn ich mir das mal richtig, richtig vornehme, dann ist hier auch noch auf jeden Fall viel, viel mehr drin. Aber für heute war ich damit schon glücklich. Wir sind dann nochmal ganz runtergefahren, weil unten sollte es ja noch ganz viel neu geben. Und da waren auch noch so ein paar Überraschungen am Start. Scheiße. Ich habe aus Versehen den Step-Up genommen. Thank you.
Nachdem die Downhill-Line dann für uns jetzt erstmal abgeschlossen war, obwohl da noch einige Features gewesen wären, die ich mir gerne genauer angeschaut habe, aber die Kraft schwindete, wir hatten nur noch eine Stunde Liftzeit und irgendwie wollten wir einfach nur noch ein bisschen Spaß mit den Jungs haben. So Leute, der Run war jetzt schon besser als die letzten beiden anderen. Allerdings sind wir alle ein bisschen müde und werden nicht nochmal die Downhill machen, sondern einfach nur noch ein bisschen Spaß haben auf den anderen Lines und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Das war jetzt schon genug Challenges für heute eigentlich. Müssen wir nicht noch mehr riskieren. So, wir fahren jetzt mal zum Auto, kleines Päuschen. Oh. Leute, ohne Scheiß, richtig geiler Tag, geiles Wetter. Nee, richtig nice, schöner Abschluss auf jeden Fall nochmal. Ich denke mal, wir drehen jetzt noch ein paar gemütliche Ründchen und ja, haben einfach ein bisschen Spaß. Ich melde mich dann gleich, wenn wir Feierabend machen, nochmal bei euch. Gucken, wie viele Runden wir noch schaffen. Meistens ist ja eine Stunde, ist ja in Willingen mit 3 Abfahrten, ist eine Stunde einfach um. Und dann ist das halt Feierabend, weil die Abfahrten lang sind, man steht ein bisschen am Lift an, Liftfahrt nach oben. Und hier die World Cup Line lief auf jeden Fall schon viel besser als beim letzten Mal. Ist aber natürlich immer noch ausbaufähig und ja, knapp am Sturz vorbei, gerade eben bei dem Drop, wo ich einfach, ja, einfach zu langsam war irgendwie. Das war, weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Ja, war ich irgendwie nicht richtig committed, habe es dann nicht richtig gemacht. Irgendwie nur so halb. Naja, bis gleich. Tag habe ich einfach richtig gemerkt, worauf es wirklich ankommt. Es kommt gar nicht darauf an, wie hoch der Drop ist, den du springst, wie weit das Gap ist, wie groß die Sprünge sind oder auch wie schnell du einfach fährst. Denn wir sind letzten Endes die einfachsten Strecken hier im Park gefahren, aber mit den richtigen Leuten. Und ich bin einfach richtig, richtig dankbar, so coole Leute kennengelernt zu haben mit Steve, mit deinem besten Freund, den ich schon ewig in meinem Leben irgendwie habe, gemeinsam ein Hobby zu teilen. Dann so Leute wie den Marc zu treffen, mit dem ich mich einfach auf Anhieb richtig, richtig gut verstanden habe. Und das auch über das Biken hinaus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll genau. Ich bin einfach nur sehr, 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 sehr glücklich darüber, wie das Ganze sich gefügt hat. Oder auch so Menschen wie den Thomas, der einfach, abgesehen davon, dass ich einfach dank ihm super viel gelernt habe, einfach auch irgendwie ein richtig cooler Freund ist. Und ich bin einfach super dankbar für alle Menschen, die irgendwie durch das Mountainbiken hier in mein Leben getreten sind. Und ich freue mich richtig heftig auf die nächste Saison, auf die Zeit, die noch kommt und auf all das, was noch passieren wird. So Leute, das war's vom Tag in Willingen. Lass mir mal was Neues einfallen. Mit? Das wird langweilig. Mit den Suppen, Steve. Dem Maurer, Marc. Und dem Bananen-Benny. Und den Donut Daya. War uns eine Ehre. Es war mega witzig, heute mit den Jungs zusammen im Park zu sein. War auf jeden Fall. Scheiße, die fucken so ab. Es war auf jeden Fall die falsche Entscheidung, nicht nach Warstein zu fahren. Es war ein mega cooler Tag. Ich glaube, der Marc, dem hat das besonders gut getan nach dem Sturz und so. Nochmal so ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken, vor allem auf der Downhill-Line. Checkt auf jeden Fall dazu sein Video ab. Er erzählt euch mit Sicherheit was dazu, gehe ich mal von aus. Ja! Du kennst das Intro. Ja doch, ihr kennt das Intro schon vom letzten Winterberg-Video. Die anderen kennen das noch nicht. Macht's gut, Leute. Lasst ein Abo da. Jedes Woche mindestens 2 neue Videos. Bis dahin, haut rein. Ciao.